Michael Mitter, Forstdirektor des Landes Salzburg. Wir befinden uns hier am Dalgauberg auf ca. 900 Meter Seehöhe. Ein Gebiet, das wie viele andere Gebiete in Salzburg von den heurigen Winterschäden im Wald ganz, ganz stark betroffen ist. Wenn man sich hier umschaut, sieht man schon, wir stehen hier in einem Fichtenwald. Die Fichte ist hier eine der Hauptbaumarten, dass sie so in einer als Monokultur auftritt, wird immer seltener. Die Fichte ist hier stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Belastungen des Schnees, es waren sehr nasse Schneefälle in dieser Höhenlage, waren für die Fichte letztendlich zu viel. Es ist ein sehr dichter Wald, der sich hiermit jetzt natürlich aufgelichtet hat, aber auf eine sehr brutale und sehr rasche Art und Weise. Hier wird gerade gearbeitet, auch um die Brutstätten für den Borkenkäfer möglichst in den Griff zu bekommen. Wie hoch ist der prozentuelle Anteil an Schadholz in diesen Gebieten? In diesem Gebiet, wo wir momentan stehen, kann man davon ausgehen, dass ca. ein Viertel des Waldbestandes geschädigt wurde. Das zieht sich aber jetzt auch auf andere Gebiete sofort. Wir haben ein ähnliches Bild dort gesehen. Wir haben sehr große Flächen, die immer wieder betroffen sind. Gott sei Dank nicht flächige Zusammenbrüche, wirklich über mehrere Hektar, dass gar kein Baum mehr steht. Das haben wir bei Lawinen, aber nicht beim Schneebruch. Gott sei Dank. Ja. Wie schaut es im gesamten Bundesland aus? Im Bundesland Salzburg schaut es so aus, dass was wir momentan erhoben haben, über den Katastrophenfonds 1500 Anträge vorliegen. Die werden sukzessive abgearbeitet, abgerechnet wurden, noch nicht einmal 10% davon. Wir hoffen aber jetzt über den Sommer da einen Großteil dieser Anträge auch abarbeiten zu können. Dann haben wir ein genaueres Bild. Die Schadensmengen, die am Anfang eingeschätzt wurden, wurden ja mittlerweile schon nach oben korrigiert. Wir gehen also sicher von 600.000 Festmeter Schadholz aus im gesamten Bundesland. Können Sie sagen, wie sich das auf den Holzpreis auswirkt, die wirtschaftlichen Folgen? Die wirtschaftlichen Folgen sind ganz einfach dargestellt. Es wird sich nicht allzu sehr auf den Holzpreis auswirken, weil der Holzpreis dank der Windwürfe im südlichen Österreich, Osttirol, Kärnten bis Südtirol und Friaul, der Holzpreis bereits im Keller ist und recht viel mehr nach unten geht jetzt nicht mehr. Also diese Mengen, die da sind, haben zwar Absatzschwierigkeiten, aber zu einem ohnehin niedrigen Preis. Eine letzte Frage noch, Thema Borkenkäfer. Ja. Ist das ein Problem für Salzburg? Der Borkenkäfer ist ein Problem. Ja, wir sind in einer Art Vorwarnstufe. Wir waren ja nicht so hoch belastet wie Nachbarbundesländer wie Oberösterreich im Vorjahr. Das heißt, wir sind auf ein bisschen anderen Niveau gestartet. Der Borkenkäfer hat sich aber heuer schon gut entwickelt in den Tallagen rund um den Wallersee, Salzachtal, Salachtal. Hier heroben ist noch weniger in der Entwicklung passiert, aber man muss Gewehr bei Fuß stehen. Die Bedingungen sind natürlich jetzt optimal. Herr Landesrat Schweiger, nach diesem extremen Winter sind sehr viele Waldbesitzer durch diesen Holzbruch betroffen. Wie kann das Land Salzburg helfen? Wir haben etwa 1500 betroffene Betriebe, gigantische Schadensmengen und etwa 13 Millionen bis 14 Millionen Schaden. Wir bezuschussen 30% der zusätzlichen Aufarbeitungskosten. Die sind, wie man ja hier sieht, erheblich, weil eigentlich das zur Unzeit erfolgt. Er ist nicht jung, er ist auch noch nicht tiefreif. Und jetzt muss man extra herein und dann mit sehr hohen Aufwendungen, aber auch händischen Aufwendungen, das durchforsten. Und zum Zweiten bezahlen wir 30% vom Holzverlust. Das ist das, was man gar nicht verwerten kann, was da drinnen bleibt, weil da ist ja viele an Spreißeln angebrochenen Bäumen. Kann man nur zum Teil weiterverarbeiten und das ist eben die Hilfe der 30%. Das macht in etwa 4 Millionen aus in diesem Bundesland heuer. Das ist nicht wahnsinnig viel Geld für den Einzelnen, aber für das Land schon sehr viel.